So, im Battle mit Professor Ai sind wir zurück. Und er möchte uns battlen. Er hat einen Tauros. Wir sind wieder full heal, was aber jetzt scheiße ist. Weil wir konnten keine Pokémon umändern. Wir werden hier jetzt erstmal fett verlieren. Okay, die Frage ist jetzt, was wir machen können, ne? Es kann sein, dass wir jetzt komplett verlieren. Das Problem ist, das Tauros pumpt sich so hoch und wir müssen mit Hitmonlee anfangen anzugreifen. Scheiße. Okay, es wird uns jetzt besiegen. Wir haben nur diese eine Chance, wenn Hitmonlee nicht angreifen kann, werden wir diesen Fight hier nicht gewinnen. Das Ganze nicht, der ist 6 Level höher, es sieht schlecht für uns aus. Ja, das war's, GG. Wir haben verloren. Ich weiß nicht, wie ich dagegen ankommen kann. Das Tauros ist einfach, ich hätte sofort auf Hitmonlee wechseln sollen, aber ich hatte halt Angst, dass es dann zweimal angreift. Tja, was machen wir jetzt? Wir konnten halt unser Pokémon nicht ändern, das war halt mega scheiße. Also müssen wir Hitmonlee brauchen auf jeden Fall nochmal. Und unser Katastrophe auch. Zwar auch nicht gut. So, aber dann ist das schon mal weg hier. Was? So, wir müssen unsere Katastrophe nochmal wieder beleben. Also Pokémon auswechseln hat nicht geklappt. Sehr scheiße. Ich dachte halt echt, wir kriegen Deathspot dahin. Das war du blöd, das hätten wir nochmal wegändern müssen. So, mal gucken, wie viel wir abziehen. Okay. Da ist Bisaflor. Jetzt, was machen wir mit Bisaflor? Aber das zieht uns nicht viel ab bisher. Wir deutlich mehr. Aber wir sind halt paralysiert, ne? Ja. Die Frage, ne? Ich meine, das kriegen wir jetzt, das zieht uns nicht viel ab. Das heißt, hier können wir eigentlich echt viel jetzt machen. Wenn wir Glück haben, schlagen wir es auch noch. Ah, fuck. Das wird nicht reichen. Doch, es reicht. Wir kriegen Level up. Sehr nice. Gyarados. Okay, scharf, du bist dran. Wir sind vom Level her echt unterlegen, aber jetzt nach diesem scheiß Tauros schlagen wir uns ganz gut.
Sind 11 Level drunter einfach. Boah, es hat gemisst. Jetzt vierfach Effektivität. Könnte sogar reichen. Natürlich sind wir nur 9 Level drunter, keine 11 Level. Jawohl, es ist One-Hit. Was machen wir gegen Owei? Kokowei. Versuchen wir die Wing Attack. Mal gucken, wie viel er uns hier mit seiner Headbutt abzieht. Nicht so viel, oder? Oh. Aber wenn wir Glück haben, überleben wir noch eine Attacke. Das wäre super. Aber es ist knapp. Oh, war besser, als ich gedacht habe. Mal gucken, ob Fly jetzt reicht. Jawohl, es reicht. Wir warten mal dabei, ich habe eine Idee, weil das ist schneller als wir, ne? Nee, wir haben Quick Attack. Nein! Oh, das ist mit Quick Attack down bekommen. Okay. Wir haben kein wirkliches Out dagegen, aber wenn es Donner einsetzt und die Attacke eh schon schlechten Genauigkeit hat und wir es jetzt noch weiter runterbringen, trifft es hoffentlich gleich gar nicht mehr. Weil es Nummer 4, ne? Der Kampf ist jetzt unser. Warum trifft das denn noch jetzt? Okay. Es ist mir eine Ehre. Hitmonlee. High Jump Kick. Alter, wie ich Hitmonlee. Also das ist echt krass. Wir müssen nur Akane besiegen, das kriegen wir jetzt hin. Nein! Okay. Komm scharf. Und zwar mit einem Power Gen. Müsste ja sehr effektiv dann sein, auch wenn wir darauf kein... Oh, das sieht doch ganz gut aus. Wenn wir keinen Step drauf haben. Und eine High Range, da sollte es reichen. Das ist unmöglich. So, was stehen wir denn? Dieser Floor natürlich. Isa! Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht sein, mein Rot. Alle Pläne. Hier war doch kein Trainer, der. Nein, das kann nicht sein. Und jetzt Team Rocket, das ist ein Joke. Keiner von ihnen kann noch das. Das kann nicht möglich sein. Aber. Da ist irgendwas anders bei dir. Die einzige Erklärung,
Du bist kein regulärer Rocket. Du. Alright. Alles klar. Warte. Das ist das Ende für dich, Professor Eich. Denkst du, hast du wirklich geglaubt, du hast uns für immer ausgeschaltet? Du stehst hier, Professor. Nach deinem Bann für Pokémon-Kämpfe. Und was haben wir mit Agatha, du kleines Sackgesicht, du? Fürett, das ist kein Mensch. Er ist ein Subjekt der Wissenschaft. Das kann nicht wahr sein. Bist ein elender Idiot. Dachtest du wirklich, du könntest so den Platz wieder unter Kontrolle bringen? Du hast vergessen, die reale Welt. Wir bekommen unsere Power durch Schweiß und Blut. Und alle Pokémon Masters, die haben Träume. Geh zurück. Du weißt nicht, worüber du sprichst. Und du willst ja wohl nicht gegen die Wünsche deines Champs angehen. Red, schnell! Deine Pokémon, send them out! Ich brauche deine Hilfe. Dein Beschützen. Haha, ich weiß, wie man diese Be Maschine bedient, ihr Idioten. Ich werde meinen Namen als neuer Champion rein tun und die Rolle und die Region von diesem Raum aus regeln. Ich kann so eine Menge Schaden anrichten, bevor ihr mich bekommt. Glaubt mir. Verdammt, Mario. Bist du heftig genug, um die erneut zu bekämpfen? Würden wir diesen Computer reichen würden? Mach irgendwas. Michinu ist shaking, ihr seid in seinem Pokéball. Mein Gott, das ist die Katastrophe. Es macht dir alles kaputt, jeden Rekord. Was eine Kreatur. Wartet, du sprichst mir, das kann nicht sein. Was? Und schnapp dieses pinkhaarige Rocket-Ding auch. Es wird Zeit, dass er sich verantwortet für seine Kriminalität und seine bösen Aktivitäten in dieser scheiß Organisation. Nein, Mario war derjenige, der Professor Eich gestoppt hat. Er sollte nicht bestraft werden. Ruhe! Ja, heute ist genug außerhalb des Gesetzes geschehen. Ich möchte nicht noch mehr Kriminelle hier rumlaufen haben. Hey, Rocket. Willkommen in der Welt der Pokémon. Hahaha. Was ist das jetzt? Okay, wir können speichern.
sind vor Gericht. Red, die Ergebnisse des genetischen Testes, ja, erzählen die Wahrheit. Bist wirklich, hast wirklich einige Defekte von Geburt an. Du bist kein, was immer du bist kein Mensch mit physischer und mentaler Stärke. Du hast keine Geburtsurkunde und du bist kein legaler Bürger auf Kanto Yoto. Du bist nicht fit oder du kannst dadurch nicht der Champ der Nigo-Liga sein. Deshalb fällt in der Konsequenz fällt diese Position zu Blau-Eich. Deine Ehre, ich glaube, ich denke nicht. Ich möchte der Champ sein. Er möchte der nicht mehr sein. Lass das irgendwen anders sein. Als ich das über Opa gehört habe, nee, ich brauche seine Anerkennung nicht mehr. Ich habe andere Dinge, die ich brauche. Gut. Dann geht die Position zu Lance. Oh, meine Ehre. Ich akzeptiere das, wieder in dieser Position zu sein. Dann ist die Sache ja geregelt. Dein Fall ist noch nicht abgeschlossen. Wir versuchen unser Bestes, dir mit Sympathie entgegenzukommen, aber wir müssen dich in Sicherheit der Öffentlichkeit bringen. Deine Pokémon-Lizenz wird dir abgenommen und die Person. Es ist nicht erlaubt, starke Pokémon in Kämpfen einzusetzen, deshalb das geht nicht. Deshalb. Was? Moment. Wurde jetzt ausgeschult in irgendwo sonst wohin? Egal. Professor Eich. Ist egal, der wird irgendwo weggebracht, außerhalb der, ne, wo er keinem Schaden zufügt. Ja. Entschuldige. Ha. Ja, du bist, du hast einen genetisch modifizierten Klon aus eines menschlichen Jungen gemacht. Und hast ihn blutrünstig von Geburt an gemacht und unter deine Autorität gebracht, damit er Indigo-Champ wird. Das hast du alles 11 Jahre vorher geplant, um deine Power zurückzubekommen. In deinem geheimen Labor, weit ab von der Öffentlichkeit. Aber das Labor ist am Ende leer. Ja, das müsst ihr leider übersetzen gerade. Deine Mitwirkung an Agathas Tod bewiesen und sie ist in einem unglücklichen Pokémon-Battle. Nee, das ist nicht bewiesen, sie ist in einem unglücklichen Pokémon-Battle-Kampf gestorben. Aber du hast den Bann gebrochen, an Pokémon-Kämpfen teilzunehmen. So, in Summe, Professor. Sorry, es ist schwer zu reden, zu übersetzen, zu lesen. Das ist für mich gerade echt ein bisschen schwer zum Teil. Weil die Sätze doch schon anders sind als das Englisch, was ich zum Teil kenne. Weil ich einfach ein paar Worte nicht kenne. Keiner wird dir eine andere Pokémon-Lizenz geben.
und du wirst verbannt aus der Kanto-Region. Such dein Glück irgendwo anders. Mario, komm von der Bank hervor. Als Teil der kriminellen Gruppe Team Rocket mit diesem ehrhaften Titel Boss. Ja. Was soll ich da noch sagen? Gewalt und andere Karten, Pokémon-Schmuggel, Gewalt an Frauen, Fahrraddiebstahl und eine falsche Pokémon-Lizenz. Das Attackieren eines Polizeiofficers. Huiuiui. Da ist ein Kopfgeld auf deinen Kopf ausgesetzt auf 273.000 Poké-Dollar. Du hast die Region für deine Machenschaften missbraucht. Ja, am Ende die Jury hat gesagt, 39 Jahre im regionalen Gefängnis, das was du brauchst. Ich hoffe, du hast die Zeit in der kriminellen Unterwelt genossen, Mario. Ja, ist plain. Was? Was war das jetzt? Unser Abenteuer als Team Rocket Boss ist beendet. Ja, Leute, wie gesagt, sorry dafür, dass ich am Ende zum Teil auch schlecht übersetzt habe. Da hätte ich mich deutlich mehr reinigen müssen, aber das ist halt auch immer doof. Ich glaube, das meiste war, also worum es ging, war ja klar. Einzelne Sätze habe ich dann ausgelassen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Insgesamt, also es scheint das Ende Sex zu sein. Mega, mega geil. Also es hat mir voll Spaß gemacht. Ich fand es mal ganz cool, was anderes zu sein. Und ich muss sagen, es war jetzt nicht mega anspruchsvoll und es wurde einiges vereinfacht, aber es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und die Idee dahinter ist einfach krass. Also das, was wir sonst gemacht haben, unser Abenteuer wurde praktisch benutzt und wir haben es aus einer anderen Sicht gesehen. Richtig krass. Wir haben viele Pokémon gesehen. Wir haben viele Pokémon geklaut. Und wir sind am Ende auch ganz gut durchgekommen, würde ich sagen. Und die Geschichte mit Missing You, mit Mewtwo, sehr, sehr nice. Oh, warte mal, es geht noch weiter. Oh, ich dachte, wir haben fertig. Hello? Ja. Ja, ist, Was? Der Professor hat alles rausgebaut, als wir eingebrochen sind. Aber ich habe alle Kopien der Blueprints gemacht und das will ich dir in Person zeigen. Wem denn jetzt? Was macht er jetzt?
Was? Wir können einen neuen Prototypen in 3 Jahren bauen mit den ganzen Informationen? Was? Ich habe genug gesehen, Bill. Zähl auf was? Was ist denn jetzt los? In 3 Jahren können wir eigentlich nur einen Klon machen, oder was? Jetzt hat Bill das Zepter übernommen und er wird die Region auch wieder infiltrieren, oder was? Gibt's einen neuen Team Rocket Tag? Das wäre mega. Ja. Was? Du hast einen Besucher. Oh mein Gott. Wir sind hier im Knast. Heute ist dein glücklicher Tag. Was? Mario, bist immer noch hier. Ich bin Shigeki. Was? Ich bin gerade total verwirrt. Ich habe dich hier ausgezahlt, junger Mann. Ja. Nach dem, was du für mich getan hast mit der Katastrophe, das ist das Letzte, was ich tun konnte. Aber das Kopfgeld, was auf deinen Kopf ausgesetzt war, du musst bezahlen, was du kannst. Oder ich habe nichts mehr, um für mich selbst zu sorgen. Okay, du wertloser Quack, du bist jetzt frei. Du kannst gehen. Was? Wir haben immer noch nicht die Pokémon Center Frau gefunden. Was passiert denn jetzt hier? Gut, das ist die Freiheit für dich, Mario. Was ist dein Plan? Wie willst du es jetzt machen? Okay. Was ist denn jetzt hier los? Wir sind frei. Wir sind frei. Aber was können wir jetzt machen? Können wir jetzt noch was machen? Das war falsch. Wollten wir was anderes probieren? Also können wir jetzt noch was machen? Können wir jetzt nochmal neu die Ohren sammeln und als normaler Trainer hier anfangen? Kann ich mir nicht vorstellen. Was passiert, wenn wir hier reingehen jetzt? Nee, können wir nicht. Gut. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen können. Außer, dass wir jetzt frei geworden sind. Ja, wir haben jetzt die Welt von Team Rocket hier gut überstanden. Und da ist eine neue Dame.
Tja, wir können nichts weiter machen, würde ich mal sagen. Bis auf die zweite Mrs. Joy, die wir noch suchen mussten, haben wir wohl alles geschafft. Ja, hat Spaß gemacht. Ich will jetzt kurz zu wissen, aber eben stand ja schon sie End da. War es nur noch der Prilog, dass wir wieder frei sind? Hier ist auch niemand mehr. Okay, gut. Dann haben wir es wohl geschafft, endlich mit Team Rocket als... mit Pokémon Feuerrot als Team Rocket Rüpel. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen.